Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Freunde, zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, geht es heute um das UM4 von Nightcore, das 4-Slot-Aufladegerät. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal hier so auf einer Seite an. Und hinten alles auf Englisch. Wir unboxen das Ding jetzt erstmal hier schön. Machen wir auf. Alles klar, andersrum. Zap, 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 zap. Holen wir das mal raus. Gut, das war's. Karton stellen wir mal hier hinten hin. So, okay, da hinten fallen die Sachen schon raus. Das Ding brauchen wir hier nicht. Alles klar, wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Auf Chinesisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, was auch immer, Asia, kein Plan. Russisch, da ist auch auf Deutsch, Espanol, Englisch und so weiter und so fort. Gut, auf jeden Fall ist hier eine Bedienungsanleitung bei. Dann haben wir hier einmal ein USB-Ladekabel. Dürfte auch jedem bekannt sein. Und ja, natürlich das Hauptgerät. Ich schau das mal hier, sieht ein bisschen dumm aus, ne? Und das Hauptladegerät. Ja, so sieht das gute Ding aus. Ganz ordentlich. Hier kann ich leider so ein paar leichte, ganz leichte minimale Kratzer erkennen. Das macht aber nichts. Schöne abgerundete Kanten, muss ich sagen. Also es macht wirklich einen recht modernen Eindruck. Rückseite, ja, Modell UM4, Input, dies, das, Output, made in China, Nightcore.com. Hier sind nochmal die, das erkennt man wahrscheinlich jetzt schlecht, die ganzen unterstützten Akkus. Ja, so sieht das schöne Ding aus. Hier hat man auch die, oh ja, da hatte der Christian recht, die sind wirklich schön flüssig hier, kein Hängen, kein Haken. Das ist schön. Und bevor ich es vergesse, noch die Garantiekarte, die lag da unter dem Ladegerät noch drin. Ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ding, 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 ding. Hier oben ist der Anschluss für das Ladekabel. Leider ist in dem Umfang kein Steckdosenanschluss, das heißt, man geht hier hin und braucht halt so einen Adapter. Müsste eigentlich jeder, der ein Handy hat, zu Hause haben. Steckt man dann hier so ein, zack, zack. Ich guck mal, ob ich hier eben die Steckdose reinkomme. Jawohl, passt ungefähr. Und ja, jetzt haut das Ding ab. Ja, so, ihr könnt es sehen. Ich hoffe, ihr seht es. Ist jetzt über die Kamera ein bisschen schlecht zu erkennen. Hier hat man dann den jeweiligen einzelnen Slot, Charging Mode, Status. Also das Gerät zeigt einem zum Beispiel auch an, ob der Akku, der jetzt da gerade geladen werden soll, noch im guten Zustand ist. Man kann den auch reaktivieren lassen, habe ich gelesen. Sollte man dann aber nicht mehr fürs Dampfen, für die Akkuträger benutzen, sondern kann die dann für so andere Sachen benutzen, wie zum Beispiel so eine Taschenlampe oder sonstige Krimskramsgeräte. Hier, man sieht es irgendwie schlecht. Ich hätte es mir gewünscht, dass es ein bisschen kräftiger ist, das Display. Das ist irgendwie ein bisschen, man erkennt es kaum jetzt hier auf der Kamera. Ich hatte nicht die Gelegenheit, das jetzt schon zu testen. Allerdings hatte der Christian das schon getestet. Während dem Ladevorgang kann man sich wohl auch anzeigen lassen, den Ladestand für jeden Slot, was für ein Akkutyp da gerade eingelegt wurde, aktuelle Akkuspannung, die Kapazität im Milliampere die Stunde, die bereits geladen wurden, den Ladestrom im Milliampere, die Ladezeit und den Innenwiderstand mit Meldung, ob der Akku halt noch, hatten wir gerade eben gesagt, ob der Akku noch gut ist, dann wird da gut angezeigt. Oder pur, oder ne, das bedeutet dann, dass der Akku ersetzt werden sollte. Ja, wenn der Akku vollgeladen ist, die laden, glaube ich, höchstens 20 Stunden. Dann hört das Ladegerät auf zu laden. Quick Charging ist auch möglich. Das heißt, wenn ihr so ein entsprechendes Teil dafür habt, könnt ihr hier auch Quick Charging machen. Also schnell aufladen.
Und das ist natürlich was Feines. Ne? Also dieses Gerät stellt sich eigentlich ganz von alleine ein. Ihr müsst nur die Akkus reinschmeißen. Er zeigt dann hier wirklich alles detailmäßig an. Und man kann natürlich auch noch manuell umschalten, sich das anzeigen lassen, die Anzeige hier oben. Und ansonsten macht er im 10-Sekunden-Takt, wechselt der die Anzeige selber immer durch. Ja, für alle, die gerne selber daran rumhantieren, besitzt dieses Ladegerät auch diese zwei Tasten hier. Da kann man dann die Milliampere in einzelnen Schritten rauf und runter machen von 300 bis 1500. Und das ist aber nur bei zwei maximal belegten Slots möglich. Bei vier ist der Ladestrom auf 500 Milliampere bis zu weiteren 750 Milliampere beim Quick Charging begrenzt. So, ja, wenn man natürlich mehr höheren Ladestrom benutzt, dann verkürzt sich die Ladezeit. Aber es ist natürlich immer ratsam, das lieber ganz in Ruhe aufzuladen, ohne Hektik, ne? Das ist für den Akku auch besser. Und ja, und dann kann man auch natürlich hier mit der Ladeschlussspannung kann man auch umschalten zwischen 3,7, 4,2 und 4,3 Volt. Und wie gesagt, man kann auch die tief entladenen Akkus reaktivieren. Das zeigt das Ladegerät auch an im Display. Und ja, wie gesagt, der Einsatz ist dann wieder geeignet für Taschenlampen und sonstiges, aber besser nicht mehr für die Akkuträger. Dann haben wir hier noch eine Sicherheitsausstattung, und zwar den Kurzschlussschutz vor der Zungenbrecher sowie ein Verpolungsschutz, der ist auch integriert. Die arbeiten laut Christian auch, der hat es ja probiert, sehr zuverlässig. Und wie ich eben schon gesagt hatte, die Ladezeit ist auf 20 Stunden pro Ladung begrenzt. Dann sagte mir der Christian noch als Info dazu, dass die Akkus auch nicht sonderlich warm werden, auch das Gerät nicht, also es bleibt alles in einem ganz normalen Wärmezustand. Hier soll wohl wirklich alles sehr, sehr im normalen Temperaturbereich liegen, das ist sehr schön. Also ich hatte auch mal ein Ladegerät, da habe ich den Akku rausgenommen, dachte mir, oh, da kannst du schon drauf grillen. Ja, das ist natürlich gut zu wissen, dass das hier wunderbar funktioniert. Der Christian hatte auch schon einen Ladetest gemacht von den Ladezeiten und hatte da ein paar gängige Akkutypen benutzt und hat daraus die Ladezeiten ermittelt. Die blende ich jetzt auch nochmal eben ein. Auch sehr schön, sehr gut, dass der Christian das schon gemacht hat. Das hat für mich sehr viel Arbeit gespart und Rumspielerei. Ja, im Fazit, das Ding ist eigentlich sehr schön, wie am Anfang schon gesagt. Also ich, ne, ist jetzt nichts irgendwie, dass es zu klobig ist oder irgendwie alt aussieht. Es hat wirklich einen modernen Style. Ja, sieht schick aus. Ich bin gespannt, wie es abgeht. Ich werde gleich auch mal meine Akkus nach dem Review laden. Ist gut für Einsteiger. Wie gesagt, man kann es einfach rein mit dem Akku aufladen. Alle Details dazu sieht man, wie gesagt, auf dem Display. Oder wenn man natürlich jemand ist, der sich ein bisschen in der Materie mit Ladegeräten so ein bisschen auskennt, hier mit Spannung und was weiß ich nicht alles wollt oben oder hab keine Ahnung. Ja, kann man auch selbst hier noch Hand anlegen und ein bisschen rumspielen. Und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, das war's. Die UVP ist bei diesem Gerät bei ca. 29,95. Also da muss ich schon sagen, das ist dann wirklich doch schon ein sehr, sehr guter Preis, gerade für einen 4-Slot und ein Gerät, was sich auch von alleine einstellt und so viele Funktionen hat. Ich habe auch einen Nightcore, aber nur einen 2-Slot. Der zeigt so gut wie gar nichts an. So, und das hat auch schon 24 Euro gekostet, das ist allerdings auch schon 2 Jahre her oder so. Und wenn ich dann denke, dass das hier fast derselbe Preis ist mit viel, 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 viel mehr Funktionen etc., ist das ja schon ein Schnäppchen, muss man sagen. Gut, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und die Informationen waren ausreichend. Ich freue mich drauf, dass ich das Gerät mal ausprobieren kann. Und ja, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns im nächsten Review wieder. Danke, dass ihr zugesehen habt und bis dahin.